Hallo, willkommen, das ist der Rani Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun dieses Walter Traditional Folding Knife, also so ein klassisches Klappmesser halt. Und da gibt es jetzt ein paar Punkte, die ich ganz gern mit dir besprechen mag, wenn du auf so einen, ja, auf so ein Tischmessergespräch stehst. Wenn du dir das Messer anschaust, dann ist das natürlich alles 42A-konform und überhaupt kein Thema. Das können wir also in Deutschland ganz einfach mitnehmen. Hier in Österreich wäre es ohnehin kein Problem, aber so ist die Welt. Und was mir aber insgesamt bei dieser neuen Messerserie, die Walter jetzt rausgebracht hat, ich habe ja auch vor kurzem dieses Teil hier, leider nicht 42A-konform, aber trotz alledem, ein sehr, sehr schönes Teil vorgestellt. Link zu dem Video gebe ich dir da oben. Schau dir das ganz einfach an. Also da mag ich jetzt gar nicht mehr reviewen. Aber mir fällt etwas ganz besonders auf, wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue. Jeweils so eine Lederscheide dabei, die auch qualitativ was kann. Und das passt auch super rein und echt nett. Aber ich mag jetzt im Vergleich zu diesem Messer hier jetzt eine alte Version mit diesen Nylon-Scheiden da, die ja so halt funktioniert haben. Das ist auch so ein, ja, ich weiß nicht, ja, auch ein Folding Knife, ein Traditional Folding Knife, glaube ich, heißt das sogar. Also das kann man auch, ist auch ein Zweihandöffner. Aber von der Qualität her ist das einfach, anders, ganz einfach. Ich meine, Liner Lock ist einmal das eine, das war der Klassiker bei Walter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit diesen neuen Messerserien jetzt auch qualitativ neue Wege gehen und von diesem Billigsdorfer-Image ganz einfach wegkommen wollen. Das Ganze ist jetzt hier, wenn ich jetzt dieses Messer hernehme, das ist ein Backlock. Und wenn ich jetzt so mache, dann geht die Klinge nicht auf. Und das ist bei Walter-Messern in der Vergangenheit, wie zum Beispiel bei dem, und das ist neu aus der Packung, ja? Nicht der Fall. Ich meine, das kann man lustig finden, wenn man sagt, ja, hurra, ich möchte ja eh einen Einhandöffner durch die Schwerkraft haben, dann findest du das vielleicht gut, dann ist das vielleicht ein Nachteil. Aber für die Verarbeitung spricht das natürlich nicht, ja? Und das hier, das ist alles Vollstahl. Ja, mit so einem, ja, ich weiß nicht, wie man dieses Finish da jetzt nennen mag, also diese Oberflächenbearbeitung, es muss einem gefallen, das hier ist Echtholz und ja, ich meine, das Messer muss dir natürlich gefallen insgesamt, aber jetzt so von der Verarbeitung her finde ich die viel interessanter als in der Vergangenheit, besonders das hier, also das mag ich wirklich ganz besonders gern, aber um das soll es ja jetzt hier in dem Video nicht gehen. Eines muss man schon sagen, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch ein EDC, ein Everyday Carry, also ein Messer, was ich sehr gerne einfach so im Hosensack dabei habe, nämlich so ein Enlan-Messer, das habe ich auch vor einiger Zeit vorgestellt, Link gebe ich da auch oben, und unabhängig jetzt von der Verarbeitung und dass das ein Liner-Lock ist, aber es ist halt schon so, wenn ich mal die Größe anschaue, das Enlan ist so ein leichtes, fluschiges, flauschiges Messer. Ja, ich weiß, wenn du aus Deutschland bist, dürftest du das nicht führen. Und da hast du, also das musst du mal aufheben, ja, da machst du gleich ein Handeltraining mit. Also das ist nichts, was man so einfach in den Hosensack einsteckt. Dann kriegt man dann, glaube ich, wenn man das länger hat, wenn man das ein Leben lang in der, eine Schiefstellung und muss zum Orthopäden gehen. Der Gürtelclip, also Gürtelclip, Blödsinn, also diese Gürteltasche ist wertig verarbeitet, also wann muss man das am Gürtel tragen und das ist natürlich auch gut machbar und wenn es dir gefällt, ja, also ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich werde es in den Langzeittest nehmen, also ich werde jetzt mal schauen, ob diese Wertigkeit, wie die Oberfläche, wie die Verarbeitung auf Dauer ist und werde dann wieder davon berichten. Ja, vielleicht hast du dieses Messer ja auch und vielleicht hast du ja auch diese neue Serie oder auch die alte Serie. Das würde mich ganz einfach interessieren, wenn du uns da einen Kommentar schreibst. Link zu den Produkten hier, die ich dir da gezeigt habe, findest du unten. Also wenn es dich interessiert, schaust du ganz einfach an. Mag dir um einen Daumen nach oben bitten, gleich einmal mit der Kamera auch ein bisschen wedeln. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zu einmal anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Rainer Rossmann. Und den Feuerstahl könnte man mit dem auch anreißen. Hey, cool, ciao.